Servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Es ist Kirschenzeit. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht so was Leckeres da vor euch verspeisen. Mir geht's um den Kern. Denn aus den Kirschkernen, hier habe ich schon ein paar vorbereitet, da werden wir eine Kirschkernkette machen. Und das ist ein richtiger, richtiger Hingucker, wo alle sagen, boah, was ist denn das? Was hast du denn da am Hänger? Also, ich zeige es euch, wie es geht. Also erstmal Kirschen am Markt kaufen, wenn möglich vom Bodensee oder aus anderen heimischen Anbauregionen. Dann braucht ihr entweder ein Taschenmesser und in unserem Fall ein Multitool mit einer Ahle, das ist dieser Stechdorn, und ein Sandpapier, Schleifpapier, möglichst rau. Ich habe jetzt eine Stärke 60 genommen. Ja, und dann ein Kirschkerner. Das macht ihr jetzt folgendermaßen. Ihr reibt, nehmt den zwischen die Finger, den Kern, und dann fangt ihr an, da langsam den Kern abzureiben, also seine Schale, weil der Kirschkern selbst hat ja nochmal einen Kern, wie ihr seht, innen drin. So, jetzt schaut das also beim Zahnarzt. Ach, so, naja, da hinten ist noch ganz durchsichtig. Das ist jetzt der eigentliche Kern, in dem ich da gerade rumfahre. Seht selber, der ist ganz weich. Den pulle ich jetzt da raus. So. Und dann können wir das Ganze auffädeln. Das ist wunderbar für Zeiten des Corona-Lockdown oder wenn es wieder mal regnet, wenn man längere Autofahrt hat, wenn man, wo es eigentlich nie vorkommt, auf die Bahn warten muss oder Verspätung hat, dann nimmt man am besten 2 Kilo Kirschen mit, isst die und nicht auf den Bahnhofsteig spucken, sondern da fängt man an mit Schleifpapier das Ganze abzuschleifen und eine schöne Kette draus zu basteln. Die Kirschkerne sind jetzt alle abgeschliffen. Das hat eine unglaublich meditative Wirkung, diese Arbeit. Und mit der Ahle vom Taschenmesser oder vom Multitool entferne ich jetzt die Kerne vom Kirschkern. Die entkernten Kirschkerne, die jetzt innen drin schön hohl sind, fädeln wir jetzt auf der Lederkordel auf. Das ist eine Arbeit für Generationen, bis diese Kette mal fertig ist. Die Kette ist jetzt soweit aufgefädelt und jetzt machen wir oben, wie wir Bergsteiger sagen, einen Zackstich rein. Und damit ist die Kirschkernkette verschlossen. Die kann ich mir umhängen. So, wieder schön. Ja, diese und andere tolle Bastelideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren Kanal abonnieren. Und ihr seid auf jeden Fall beschäftigt und viel Spaß beim Kirschenessen die nächsten Monate. In dem Sinn, macht's es gut, pfiat euch, servus, euer Uli.